Gründerin der Alanus Hochschule. Heute fokussieren wir uns auf deinen Körper. Hey, wir sind Madita und Sarah und wir machen heute mit euch ein Yoga-Video für mehr Achtsamkeit und Erdung in eurem Leben. Und wir wünschen euch dabei viel Spaß und Entspannung. Setzt euch in Schneidersitz auf eure Yogamatte. Schließt die Augen. Euer Rücken ist lang und gestreckt. Eure Wirbelsäule ist aufgerichtet. Schließt die Augen und spür in deinen Körper. Fühl, wie dein Atem kommt und geht. Und spür mal in deinem Körper, welche Bereiche deine Aufmerksamkeit haben. Welche Bereiche spürst du mehr als andere? In welche Bereiche möchtest du gerne mehr Aufmerksamkeit geben? Lass den Alltag hinter dir und nimm dir jetzt Zeit für dich selbst. Du kannst dir auch eine Intention oder ein Gefühl, was du vertiefen möchtest, für diese Yogastunde setzen. Du bist ganz bei dir. Wir fangen jetzt an mit der yogischen Atmung. Dafür legst du deine rechte Hand auf deinen Bauch. Und dann spürst du auf deinen Atem. Und dann atmest du tief in deinen Bauchraum. Dein Bauch wölbt sich nach außen. Deine Rippen dehnen sich aus, bis du das Gefühl hast, du füllst deine ganzen Lungen mit Luft. Dass du einen leichten Zug in dein Schlüsselbein und deinem Hals spürst. Und dann atmest du aus und lässt los. Atme durch die Nasen. Und zähle, wenn du einatmest, bis 5. Und wenn du ausatmest, bis 8. Mache dies ein paar Mal. Du atmest ein, 2, 3, 4, 5. Und aus, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5 und aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mach das in deinem eigenen Rhythmus. Du kannst jetzt deine letzte Runde beenden, deine Hand wieder auf dein Knie legen und nachspüren. Hat sich dein Körpergefühl geändert? Ist deine Atmung bewusster geworden? Du kannst dich jetzt auf den Rücken legen mit der nächsten Einatmung bringst du deine Beine nach oben
Strecke sie so gut du kannst und winkel deine Füße an. Atme tief in deinen Bauch in dieser Position. Und mit der nächsten Ausatmung bring deine Beine zurück zum Boden. Du kannst dies in deinem eigenen Rhythmus wiederholen. Wenn du deine letzte Runde beendet hast, lege deine Beine für einen Moment ruhig auf den Boden ab und spüre deinen Körper. Wir machen jetzt die Schulterbrücke. Dafür bringst du deine Füße nah zum Gesäß, deine Beine sind hüftbreit auseinander und deine Arme liegen neben deinem Körper. Und mit der nächsten Ausatmung presst du deine Füße in den Boden und bringst dein Becken nach oben. Du liegst auf Schultern, auf deinem Kopf, deine Füße stützen. Du kannst zur Unterstützung deine Hände unter dem Körper, deinem Rücken verschränken und dann atme hier einige Atemzüge in die Position. Mit der nächsten Einatmung hebe deine Fersen. Atme aus und rolle deinen Rücken Wirbel für Wirbel auf die Matte zurück. Du kannst dies in deinem eigenen Rhythmus wiederholen. Bleibe so lang wie angenehm in der Haltung. Lass los. Und wenn du soweit bist, rollst du dich zurück auf den Rücken. Bring deine Arme links und rechts neben deinen Körper weit auseinander. Und dann drehst du den Kopf nach rechts und lässt deine Beine nach links sinken. Du bist jetzt im Krokodil. Es öffnet deine Seiten, entspannt deinen Körper und du kannst loslassen. Atme ein, komm zurück zur Mitte, dreh deinen Kopf nach links, deine Beine nach rechts. Spür die angenehme Dehnung in deiner Seite. Atme ein, komm zurück zur Mitte. Wenn du wieder in deiner Körpermitte angekommen bist, kannst du deine Hände in die Knie hinlegen und dich langsam nach oben schaukeln. Kannst dies ein paar Mal machen, hin und her. Achte darauf, dass deine Füße nicht den Boden berühren, sondern in der Luft bleiben. Und dann kannst du dich in den Schneidersitz setzen. Spüre in deine Körpermitte, in deine Basis. Mach dich ganz lang und gerade und stell dir vor, als wäre ein Stock in deinem Oberkörper. Und dann fängst du an, langsam um deine Körpermitte zu kreisen. Dein Körper, dein Oberkörper bleibt gerade. Stell dir vor, du würdest um etwas in deinem Körper herumkreisen. Dabei tief nach vorne einatmen, über rechts nach hinten ausatmen, links vorne einatmen, rechts hinten ausatmen, über links. Du kannst mal kleine, mal größere Kreise machen. Und dann lass deine Kreise langsam kleiner werden, bis du ganz zurück in deine Körpermitte kommst.
sitze hier einen Moment lang ruhig. Du kannst auch eine Hand auf deinen Solarplexus, den oberen Bauch legen. Spür die Wärme deiner Hand. Und dann komm in den langen Sitz. Bring deine Beine vor dich auf die Matte, setze dich gerade hin, strecke deinen Rücken, atme ein, bring deine Hände über den Kopf und atme aus, lehne dich nach vorne. Achte darauf, dass du dich aus der Hüfte nach vorne dehnst. Dein Bauchnabel möchte in Richtung Beine. Es ist dabei nicht so wichtig, wie weit du kommst oder dass deine Beine deine Hände die Füße berühren. Du kannst deine Hände auch auf den Schienbein ablegen. Wichtig ist, dass deine Schultern weg vom Ohr gehen und du eine Streckung in deinem Oberkörper spürst. Und eine Öffnung, eine Streckung in deiner Hüfte. Atme ein, bring deine Hände zurück, richte dich auf und du kannst dies noch einmal wiederholen. Wenn du aus der Position kommst, kannst du dich noch einmal auf den Rücken legen. Mit der nächsten Einatmung hebst du deine Beine. Mit der Ausatmung versuchst du sie hinter deinem Kopf auf den Boden zu stellen. Das ist der Flug. Du kannst dir dabei vorstellen, du krempelst dein Leben um und gehst in diese Umkehrhaltung. Genießt es. Wenn du nicht so weit mit deinen Füßen auf den Boden kommst, kannst du deine Hände als Unterstützung in deine Hüfte legen, bringen oder deine Knie auf deiner Stirn ablegen. Halte auch hier ein paar Atemzüge, so lang wie angenehm. Es ist wichtig, dass zwischen deinem Kopf und deinen Schultern eine kleine Öffnung ist, dass dein Nacken nicht direkt auf dem Boden liegt. Du liegst nur mit deinem Kopf und deinen Schultern. Mit der nächsten Einatmung kommst du aus der Position und mit der Ausatmung sinkst du deinen Körper langsam Wirbel für Wirbel auf der Matte ab. Du kannst deine Hände auch zur Unterstützung nehmen. Du kannst dich jetzt wieder hochschaukeln und kommst in den Vierfüßlerstand. Stell deine Arme und Beine hüftbreit auseinander. Und mit der nächsten Ausatmung gehst du in die diagonale Dehnung. Bring deinen linken Arm, deine linke Hand vor deine rechte Hand und lehne dich weit nach vorne. Versuche deine Achse in Richtung Boden zu bekommen. Geh ganz tief in diese Dehnung. Und wiederhole dies auf der anderen Seite. Du kannst dies auf beiden Seiten noch einmal wiederholen. Um das Ganze noch zu vertiefen, kannst du nun deinen linken Arm unter deinem rechten Arm durchbringen, nach vorne rechts. Und dein Kopf schaut hinterher. Dein Körper dreht sich mit zur Seite. Wiederhole dies auf der anderen Seite. Und du kannst dies auf beiden Seiten noch einmal wiederholen. Mit der nächsten Ausatmung kommst du zurück in deine Körpermitte und dann atmest du ein
bringst dein Becken nach unten, streckst deinen Hals und atmest aus. Gehst in einen Katzenbuckel. Dein Rücken wird ganz rund. Atmest wieder ein, Wirbel für Wirbel, bring dein Becken nach unten. Geh in eine Art Hohlkreuz, strecke deinen Nacken. Und atme aus, zurück in den Katzenbuckel. Atme noch einmal ein. Und aus in den Katzenbuckel. Mache dies für dich einige Male, wie es angenehm ist. Und mach es langsam, geh richtig in die einzelnen Bewegungen. Von deinem Nacken aus über deinen Rücken und dann wieder über dein Steißbein, deinen Rücken, zurück in deinen Nacken. Zum Ausgleich kannst du jetzt für einige Atemzüge in die Kindshaltung gehen. Das entspannt deinen Körper. Lege deinen Oberkörper auf den Knien ab. Bringe deine Arme vor dich oder neben deinen Körper. Und lass los in dieser Haltung. Komme zurück in den Vierfüßlerstand. Du kannst von hier nun den herabschauenden Hund gehen und dann langsam zwischen deine Hände laufen. Richte dich auf, Wirbel für Wirbel. Und wir machen jetzt den Sonnengruß. Du stehst in Tadasana, der Bergposition. Achte darauf, dass dein Körper aufgerichtet und gestreckt ist, deine Füße verwurzelt und deine Hände aktiv an deinen Seiten sind. Du atmest ein und aus in Pranamasana, die Gebetsposition. Und vor deinem Brustbein, Schultern sind weg vom Ohr. Du atmest ein in Hasta Uttanasana und bringst deine Arme über deinen Kopf, streckst dich. Deine Schultern sind auch hier weg vom Ohr. Dein Oberkörper biegt sich leicht zurück. Dein anderer Körper ist gerade. Atme aus in Padmasana. Bring deine Hände, deine Fingerspitzen zu den Fußspitzen und beuge dich auch hier aus der Hüfte. Atme ein, Ashvasanchalanasana. Bring dein rechtes Bein zurück und lege dein Knie ab. Strecke dich aus der Brust, richte dich auf. Halte den Atem und komm in die Brettposition. Mache hier deinen Körper ganz fest. Dann atme aus, bring deine Knie zum Boden, deine Brust und deine Stirn. Du kannst auch dein Kinn Richtung Boden bringen, wenn das für dich einfacher ist. Dann legst du deinen Körper ab, atmest ein in die Cobra, Bhujangasana. Und streckst auch hier deine Brust nach außen, nach draußen. Deine Ellenbogen sind an deinem Körper angewinkelt. Du atmest aus in den herabschauenden Hund. Und auch hier sind deine Beine gestreckt, dein Oberkörper ist gerade und gestreckt. Dein Kopf ist zwischen den Armen. Atme ein mit rechts in Ashvasanchalanasana. Bring dein linkes Knie zum Boden. Öffne deine Brust, atme aus in Padmasana, bring deinen Oberkörper zu deinen Oberschenkeln. Atme ein, Hasta Uttanasana, strecke dich und atme aus, zurück in Tadasana, der Bergposition. Wir machen dies jetzt auf der linken Seite. Ich sage die Sanskritnamen und wir machen das Ganze etwas schneller. Du stehst in Tadasana, du atmest ein und aus in Pranamasana, du atmest ein, Hasta Uttanasana, du atmest aus, Padahastasana,
Du atmest ein Ashvasanchalanasana links. Du hältst den Atem im Brett. Santulanasana. Du atmest aus Ashtanga Namaskara. Du atmest ein Bhujangasana. Du atmest aus Parvatasana. Du atmest ein Ashvasanchalanasana links. Du atmest ein aus Padhastasana. Ein Hasta Uttanasana. Und atmest aus in Tadasana. Wir machen dies jetzt noch 2 Runden. Etwas schneller und dynamischer. Steh in Tadasana. Atme ein und aus Pranamasana. Atme ein, Hasta Uttanasana. Atme aus, Padhastasana. Atme ein, Ashvasanchalanasana rechts. Halte den Atem in Santulanasana. Atme aus, Ashtanga Namaskara. Atme ein, Bhujangasana. Atme aus, Parvatasana. Atme ein, Ashvasanchalanasana rechts. Atme aus, Padhastasana. Atme ein, Hasta Uttanasana. Und atme aus in Tadasana. Du stehst in Tadasana. Atmest ein und aus Pranamasana. Atme ein, Hasta Uttanasana. Atme aus Padhastasana. Atme ein, Ashvasanchalanasana links. Halte den Atem in Santulanasana. Atme aus Ashtanga Namaskara. Atme ein, Bhujangasana. Atme aus, Parvatasana. Atme ein, Ashvasanchalanasana links. Atme aus, Padhastasana. Atme ein, Hasta Uttanasana. Atme aus, Tadasana. Du stehst in Tadasana. Du atmest ein und aus Pranamasana. Du atmest ein, Hasta Uttanasana. Du atmest aus Padhastasana. Du atmest ein Ashvasanchalanasana rechts. Du hältst den Atem in Santulanasana. Du atmest aus Ashtanga Namaskara. Du atmest ein Bhujangasana. Du atmest aus Parvatasana. Du atmest ein Ashtanga Namaskara. Sanchulanasana rechts. Du atmest aus Padhastasana. Du atmest ein Hasta Uttanasana. Und du atmest aus in Tadasana. Steh in Tadasana. Atme ein und aus Pranamasana. Atme ein Hasta Uttanasana. Atme aus Padhastasana. Atme ein Ashvasanchalanasana links. Halte in Santulanasana. Atme aus Ashtanga Namaskara. Atme ein Bhujangasana. Atme aus Parvatasana. Atme ein Ashvasanchalanasana links. Atme aus Padhastasana. Atme ein Hasta Uttanasana. Und atme aus in Tadasana. Stehe hier für einen Moment. Lege deine rechte Hand auf dein Herz und deine linke hinter deinen Rücken, auf deinen Rücken. Und hör auf dein Herz, hör auf deinen Herzschlag. Spüre, wie schnell dein Herz schlägt, wie deine Atmung ist. Wir gehen jetzt in die Kriegerposition. Dafür bringst du dein linkes Bein zurück und stellst es etwas schräg nach vorne. So kannst du dir vorstellen, als würdest du es auf 10, 11 Uhr stellen. Dann bringst du deine Hüfte und dein Becken nach vorne, sodass es in einer Linie ist. Legst dich tief in dein rechtes Bein, rechtes Knie und streckst deine Arme. Du kannst sie auch zusammenbringen oder auseinander haben.
wie es sich besser anfühlt. Und dann geh ganz in die Position, atme tief hier. Atme ein, strecke deine Beine, bring deine Arme auf Schulterhöhe, strecke deine Arme auf Schulterhöhe und bring deinen linken Fuß jetzt auf 9 Uhr. Also strecke ihn zur Seite und drehe auch deinen Oberkörper zur Seite. Wir gehen jetzt in das Dreieck. Und dann atmest du ein und bringst deine rechte Schulter etwas nach vorne. Und mit der Ausatmung bringst du deine Hand an dein Schienbein, legst dich nach unten und hebst deinen linken Arm und schaust in deine linke Hand. Atme auch hier tief in die Dehnung. Versuch die Balance zu halten, dein Steißbein geht nach innen. Dein Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Atme aus, schaue nach unten, atme ein und komm zurück in deine Körpermitte. Komm nach oben. Jetzt machen wir das gleiche auf der anderen Seite. Strecke dafür deinen linken Fuß nach vorne, dein rechter Fuß zeigt auf 2, 3 Uhr, 1, 2 Uhr. Und drehe auch hier deine Hüfte, dein Becken nach vorne. Geh tief in dein linkes Knie, hebe deine Arme und atme hier in den Krieger. Fühle dich stark und zielgerichtet. Fühle die Erdung von deinen Füßen in den Boden, wie standhaft du stehst. Komm aus der Position, strecke dich, strecke deine Beine und bring auch hier deinen rechten Fuß auf 3 Uhr, deinen Oberkörper zur Seite, strecke deine Arme und geh auch hier zu deinem linken Schienbein mit deiner linken Hand, strecke deinen rechten Arm und schau in deine rechte Hand. Komm ins Dreieck. Schaue nach unten, atme aus. Mit der Einatmung komm langsam nach oben. Du kannst dich jetzt zurück an den Anfang von deiner Matte stellen und mal hier in die Bergposition gehen. Deine Füße verwurzeln sich tief mit dem Boden. Du fühlst dich wie ein Fels in der Brandung. Schließe die Augen und atme hier einen Moment. Und du kannst dich jetzt in die Endentspannung legen. Lege dich auf den Rücken in Shavasana. Bring deine Beine weit voneinander entfernt. Lass deine Füße nach außen sinken. Lege deine Arme entspannt neben deinen Körper. Deine Handflächen zeigen nach oben. Und dann atme tief. Spüre in deinen Körper. Fühlt er sich energetisiert an? Verteilt sich die Energie in deinem Körper? Ist er warm und entspannt? Atme tief. Thank you.
kannst jetzt langsam anfangen, Bewegungen mit deinen Händen, deinen Füßen zu machen, mit deinen Beinen, deinem Kopf, dich strecken, was sich gut für dich anfühlt. Komm wieder langsam in das Bewusstsein zurück. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Und dann kannst du deine Beine anstellen, zur Seite rollen und dich mit der Unterstützung von deinen Händen zum Sitzen bringen. Sitze hier einen Augenblick ruhig und spüre rein. Wie fühlt sich dein Körper jetzt an? Was nimmst du mit in den weiteren Tag? Bring deine Hände in die Gebetsposition vor deinem Herzen zusammen. Und danke dir für deine Zeit, die du dir selbst gegeben hast. Namaste.